Jö, wir sind jetzt endlich raus aus diesem verfexten Wächstempel. Und wir sind jetzt wahrscheinlich genau da, wo die Tür abgesperrt war, richtig? Ja, ich glaube schon. Und oh, die Karte ist doch gleich viel übersichtlicher, wenn man rausgezoomt hat. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen auf jeden Fall in einen Tempel und nicht in den Fex-Tempel. Also hätten wir da, da und da und da oben einen. Gehen wir erstmal nach Osten. Und dann müsste an der Nordwand ein Tempel sein. Okay, das ist die Rückseite. Also ja, zuallererst Yallan wiederbeleben. Das ist somit das Wichtigste. Ein Raya-Tempel. Ja, das probieren wir nochmal. Nur werden wir kaum noch Dukaten haben. Das ist ein großer Haken. Der Rapier muss repariert werden. Die Wurfaxt. Ja, müssen wir gucken, was wir damit machen. Vielleicht als Trophäe behalten. Silberstreit kommen könnte verkauft werden. Der Lederhelm. Den Helm kann auch sie tragen. Ja, kann sie. Dann hätte sie mehr Rüstungsklasse, aber weniger Magieresistenz. Aber sie hat so schon recht hohen Wert. Aber du solltest nicht den Stirnreif tragen. Du hast 11? Achso, du trägst das Amulett und den Ring. Ja, okay. Nee, also sie bekommt den Helm zurück. So. Den Stirnreif behalten wir im Inventar. Und je nach Situation wird er halt angezogen oder nicht. Also wenn wir wissen, dass wir gegen viele Magier kämpfen, dann bekommt irgendeiner unserer Helden das. Oder wenn wir wieder an so eine Stelle kommen, wo wir versteinert werden. Wie in der einen Herberge im ersten Teil. Dann können wir halt das verteilen. Bis dahin bleibt's einfach da. So, Proviant. Alles zu einer Person. Da wurde Myrim auserkoren. Ja, wir werden sehr viel erstmal Inventar managen und Sachen verkaufen und einkaufen. Das wird eine ganze Weile dauern. Aber das muss einfach gemacht werden, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. So, zurück. Ja, und ich wollte eigentlich nur gucken, wie viel Geld wir haben. Wir haben 111 Dukaten. Wie kommt denn das? Hatten wir nicht sehr viel gespendet? Na gut. Dann habe ich auch keine Probleme jetzt damit, 50 Dukaten zu spenden. Und Yallan mal nach vorne zu schicken. So, drückt die Daumen. Oh, was kommt denn da? Ich kann keine Lippen lesen. Raya lädt euch für einige Zeit zu betörenden Tänzern werden. Lässt euch für einige Zeit zu betörenden Tänzern werden. Ja. Hätte vielleicht doch lieber zum Tsar-Tempel gehen sollen, aber ich weiß nicht, ob hier einer war. Und jetzt kommt nichts mehr. Das ist nicht gut. Oh, doch, jetzt kommt wieder was. Mal gucken, was sie diesmal für uns hat. Auch interessant wäre herauszufinden, ob wirklich jeder Gott ein eigenes Bild hat. Raya verhilft euch allen zu einer gesteigerten Ausstrahlung. Das ist sehr schön. Jetzt können wir toll tanzen und Leute um den Finger wickeln. Aber wir hätten doch ganz gerne unsere prophetische Auelfe wieder. Zum einen ist sie unser Arbeitgeber und zum anderen war sie ja doch recht praktisch. Komm schon. Ich hoffe mal einfach, dass die nicht zweimal dasselbe auf uns sprechen kann. Raya sei gepriesen. Jeder von euch kann bleibend besser tanzen und betören. Sehr schön. Also, das ist wirklich praktisch. Also, ich finde es gut, aber Yallan. Komm schon. Also, allgemein bin ich ein Fan von permanenten Steigerungen. Wo wir allgemein nochmal zu Rondra gehen sollten. Weil da haben wir uns im ersten Teil ja schon segnen lassen. Und Yallan lebt wieder. Sehr schön. Also konnte Raya das doch. Ich war mir nicht ganz sicher. Weil nicht jeder Gott hat in seinem Repertoire, dass er Leute wiederbeleben kann, darf, wie auch immer. Aber sie ist wieder da. Jetzt wollen wir das nicht vermurksen, indem wir irgendjemanden sie heilen lassen, sondern wir geben ihr ganz normal die Wirselkräuter. So. Bogen in die Hand. Wir müssen sehr viele Sachen reparieren.
Der Haken ist nur, der Schmied nimmt immer nur eine Sache zur Zeit. Wir müssen reparieren. Den Bogen, die Sichel, den Rapier von Gwendolyn, den Langbogen auch. Das wären also 4 Tage, wo wir immer hin und her tappern müssen. Aber gut, Gwendolyn erstmal nach vorne. Das ist soweit in Ordnung. Wir bedanken uns sehr, sehr ausgiebig bei dem Priester. Verlassen den Tempel und wir haben es mitten in der Nacht. Na gut, dann wandern wir mal ein wenig Richtung Norden zur nächsten Herberge. Oh, da ist ja schon eine. Firons Gruß. Egal, ob wir jetzt Hunger haben oder nicht, ich gönne unseren Helden mal ein schönes Essen. 30 Silberstücke. Ja, aber sie haben es trotzdem sich verdient. Sich in Ruhe hinzusetzen, an einem Tisch zu essen und nicht irgendwas Erjagtes oder den Proviant anknabbern zu müssen. Das haben sie einfach verdient. So. Zwar bekommt ihr nicht eben ein Festmahl vorgesetzt, aber es ist auf jeden Fall gute Hausmannskost. Mehr wollen wir auch gar nicht. So, jetzt hätten wir gerne eine Suite. Und zwar für 3 Nächte. Dann meditiert Talana nochmal. Für 15 Punkte. Misslingt jedoch leider. Na gut. Schlafen. Ja. Wir wollen erstmal nur eine Nacht schlafen. Die ganze Körperkraft sinkt, weil die Kräuter auslaufen. Das ist soweit in Ordnung. Lebenspunkte gehen alle hoch. So. Jetzt, nein. Wieder meditieren. Talana. Meditation. 15. Sehr schön. Also es ist nicht schön, dass sie dabei Schmerzen hat, aber sie ist halt sehr wichtig. Vor allem auch ihre Astralenergie. Also nochmal, Talana, Meditation. Diesmal ruhig nur 10. Und schlafen. So, damit werden die 3 Tage aufgebraucht. Talana ist ein wenig angeschlagen. So, das kann weg. Aber das können wir recht schnell mit Trockenwirselkräutern kurieren. So. Nächster Schritt zum Schmied. Der war im Osten der Stadt. Händlerin. Boron-Tempel, Taverne, Händler. Heiler. Wie sah der Schmied aus? Ah, da ist der Schmied. Also links an der Wand lang und dann an der Nordseite. Links an der Wand lang. Und an der Nordseite. Da ist... Vor euch kniet ein Mann auf der Straße, der Reis in einem aufgefallenen Sack zurückschaufelt. Als eure Schatten auf ihn fallen, blickt er auf und sieht euch misstrauisch an. Wart ihr das? Ja, das waren wir im ersten Teil. Das ist der Sack Reis aus Maraskan. So, auf zum Schmied. Hallo, Tjall Hövensson. Wir würden gerne etwas reparieren. Und zwar von Gwendolyn. Den Rapier. Es macht 2 Dukaten. Wer soll feilschen? Gwendolyn selbst. Konnte keinen Rabatt erfeilschen. Und das, obwohl sie jetzt betören kann, tanzen kann und charismatischer geworden ist. Ah, komisch. Na gut, in 6 Stunden ist er wohl fertig. Das heißt, wir könnten uns erstmal noch weiter umschauen nach Händlern und dann einen Tavernenbesuch abstatten. Auch wenn es dafür wahrscheinlich noch zu früh ist. Aber Händler klingt gut. Also wir müssen einen Gemischtwarenhändler finden, um unseren Krimskrams loszuwerden. Vor allem endlich Tirix Goldschmuck. Also südöstlich halten. Aber ja, vor allem Tirix Goldschmuck, der ist ja gut was wert. Und dann können wir da auch gleich gucken, was wir noch so an Allgemeinwaren brauchen. Hier irgendwo. Ich hatte doch gesagt, südöstlich halten. Wir sind dran vorbei. Aber ja, allgemein gucken, was wir so an Gemischtwaren brauchen. Und danach zum Waffenhändler. Wir brauchen auf jeden Fall neue Pfeile. Und noch Leder- oder Plattenzeug für Giriban und Tirik. Ein kleiner Junge will was erbetteln. Nein, die Masche kennen wir schon. Und wir haben uns total verlaufen. Trotz Tiriks guter Karte. Also, nochmal raufgucken. Wir stehen direkt daneben. Das war, ja. Das Ding hier? Warum macht die Maus das komische?
Na, und schon wieder Salamander. Nein, keine Salamander. So, hör auf dich zu drehen, du komisches. Da ist irgendwas vermurkst. Wir machen mal kurz schrittweises Gehen an. Ja. So. Also wir stehen wohl eigentlich direkt daneben, aber auf der falschen Seite. Oder ich habe die Karte falsch gelesen. Da wäre schon mal ein neuer Tempel. Oh, wo wir gerade mal da sind. Mal kurz gucken, was für ein Tempel das ist. Boron. Das schreibe ich mal auf die Karte. Wegen eventuellen Spendenaktionen später. Eintrag schreiben. Oh, hatten wir schon. Oh, werden die automatisch beschriftet? Ja. Ja, Raya-Tempel. Rondra-Tempel. Fex. Was ist da unten? Travia. Sinde und Firon. Also hätte es hier keinen Zartempel gegeben. Na gut. Also, nach... Der macht schon wieder so komische Sachen. Nach Norden, nach Westen. Und hier... Müsste eigentlich... Ah, da ist er. Dachte schon, was ist denn hier los? Na gut, wir würden etwas verkaufen. Und zwar von Gwendolyn. Hat sie da etwas, was wir verkaufen könnten? Den blauen Schlüssel. Müssten wir eigentlich verkaufen können? Könnten wir aber auch in den Schlüsselbund hängen, wo auch immer der ist? Denn eigentlich bin ich versucht, nochmal in den Fex-Tempel zurückzugehen. Und zu gucken, was mit dem einen Gang da noch war. Aber sonst hat sie hier nichts zu verkaufen. Den Schlüssel behalten wir erstmal. Die Mondscheibe wissen wir nicht, wofür die zu gebrauchen war. Aber die ist ein schönes Souvenir. Die behalten wir auch erstmal. Tirik endlich seinen Goldschmuck, das ist okay. Und der Kessel ist doch ziemlich schwer, der kommt auch weg. So, Essbesteck dürfen sie behalten. Die Instrumente natürlich auch. Die Kristallkugel auch. Was haben wir hier? Geldscheißer. Ne, den behalte ich auch. So, 11 Dukaten, besser als nichts. Gwendolyn. 16%, ja. Einkaufen. Oh, ich wollte eigentlich Hallo drücken. Aber dann können wir uns mal mit ihr unterhalten. Was weißt du über Fex? Viele glauben, ohne den vermeintlich Schwächsten unter den Zwölfen auszukommen, aber sie irren sich. Okay. Blutsinn. Kann sie uns nicht helfen? Rowett. Frag doch einen anderen. Ja, okay. Wir wollten eigentlich eh nur kaufen. Zumindest gucken, was wir kaufen könnten. Schuhwerk. Hatten wir, glaube ich, schon einmal neu gekauft. Das ist soweit in Ordnung. Spiegel. Nö, das ist soweit okay. Also, Gemischtwarenhändler hätten wir erledigt. Dann stelle ich jetzt mal das andere Gehen wieder ein. Einfach, weil ich es lieber mag und es hoffentlich jetzt nicht mehr buggy ist. Das war das Falsche. Spieloption. Schrittweises Gehen. Aus. So. Jetzt haben wir noch den Waffenhändler. Wo war der? Da ist ein Händler. Da ist die Waffenhändlerin. Also, nach Süden. Und dann nach Westen. Und dann das zweite links rein. Mal gucken, ob das klappt. Also Südwesten. Das ist die Dreierhäuserreihe. Dann nach Westen durch. Weiter westlich folgen. Erster links rein. Zweiter links rein. Und... Waffenhändlerin. Sehr schön. Wir würden gerne kaufen. Und zwar Pfeile. Viele. Pfeile. Ah, 16 Dukaten. Oh. Können den falschen? Jo. 28%. Oh, das ist ordentlich. So, was brauchen wir noch? Gilgun und Tirik haben ihre magischen Waffen. Das ist soweit okay. Jal und Myrim haben ihre Bögen. Es wäre eigentlich praktisch, wenn sie jetzt doch mal wieder ihre Ersatzwaffen zurückbekommen. Aber das ist mit dem Gewicht momentan echt so eine Sache. Also lassen wir das erstmal. Wir hoffen einfach, dass wir nicht wieder auf Magier oder Priester treffen, die Waffen zerbrechen können. Lederharne, Schnee. Wir hätten gerne Kröten heute. Brauchen wir doch immer noch, ne? Ja, brauchen wir immer noch. Hatte aber leider nicht im Angebot. Lederzeug wollten wir noch kaufen. Oder Plattenzeug, hatte aber beides nicht.
beziehungsweise sie. Das ist jetzt ein wenig enttäuschend. Aber gut, werden wir klarkommen müssen mit. Ja, Dietrich hat sie einmal auf Ersatz. Die Pfeile können wir schon mal zu ihr bringen. Wenn es um Gewicht hinhaut, könnten wir auch einfach nochmal so viele kaufen. Belastung, 1000, hat sie nicht mehr viel über. Sie hat aber noch viel über, obwohl sie das Essen trägt. Dann solltest du vielleicht ihr mal was abnehmen. Wiegen die viel? Ja, doch ein wenig. Ja, sieht schon besser aus. Gut, gut. Dann kaufen wir jetzt nochmal ganz viele Pfeile. So, Feilschen Quendlin. Damit müssten wir das Wichtigste jetzt gekauft haben. Und da wir so knapp bei Kasse sind, werden wir jetzt mal den in die Kasse greifen. Quendlin, Taschendieb. 5 Dukaten. Jo, besser als nichts. Und raus hier. Das gleiche machen wir jetzt nochmal. Und zwar bei dem anderen Händler, wo wir gerade erst waren. Bei der Gemischtwarenhändlerin hier hinten. Da werden wir so schnell auch nicht wieder hin müssen. Das heißt, es wäre nicht schlimm, wenn wir erwischt werden. Oh, wir kriegen einen Silbertaler geschenkt. So, finde ich die Gemischtwarenhändlerin wieder. Ja. Guten Tag, zeig uns doch mal bitte die Stiefel da. Quendlin, jetzt. Taschendieb. 7 Dukaten. Och nö, wir haben doch schon gute Stiefel. Tschüss. So, das war jetzt kein bisschen auffällig und so. Aber wir haben echt wenig Dukaten. Da muss man ein wenig... Ja. Wir haben ein Lagerhaus noch. Wir haben hier oben dasselbe Schmied. Wir könnten mal vorbeigucken, aber die 6 Stunden dürften noch lange nicht vorbei sein. Und wieder eine alte Frau, die uns betatscht und dann wieder sehen kann. Also haben wir jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Silbertaler weniger. Hallo? Achso. Müssen wir auf das Reparieren klicken? Ich bin ein Schmied und kein Zauberer. Komm später wieder. Na gut. Dann werden wir in unserer Diebestour mal weitermachen. Wir gehen jetzt zu dem Händler im Westen. Ne, das war eine Lagerstelle. So viele Händler gab es hier gar nicht mehr. Da ist die Waffenhändlerin. Bei dem Händler da unten waren wir noch nicht. Also, nach Süden bis zur 3er Hausreihe und dann dahinter. Ich glaube, das war der schmächtige Kerl. Bei dem waren wir ja schon mal. Gucken wir. Ja, hallo Rogard. Quendlin, Taschendieb. 8 Dukaten. Sehr schön. So, und jetzt dürfte es doch langsam Zeit sein für einen Tavernenbesuch. Da können wir auch noch ein wenig Geld verdienen, indem wir tanzen und musizieren. Herberge, Herberge, Taverne. Es gibt hier nur 3 Tavernen. Ja, man merkt, dass wir nicht mehr so in der Nähe von Dorval sind. Da gab es ja alleine schon 12 Tavernen oder so. Aber ja, südöstlich von hier in dem 3er-Häuserblock ist eine Taverne. Also nord-südöstlich, 3er-Häuserblock, da. 16 bis 3 Uhr und wir haben es 14 Uhr. Das kennen wir schon, das kann ewig dauern. Na gut, dann überlegen wir doch mal ganz kurz, was wir jetzt als nächste Schritte machen wollen. Wir wollen alle Waffen nach und nach reparieren. Alternativ könnten wir einfach verkaufen und die Waffen neu kaufen. Ist zwar ein wenig kostspieliger, aber spart Zeit. Doch Zeitdruck haben wir eigentlich nicht wirklich. Wir sind dem Gerücht über Sternenschweif nachgegangen und das hat sich als Flop herausgestellt. War auf jeden Fall aber eine Erfahrung wert, vor allem für Yallin. Aber ja, es fehlt immer noch der Salamanderstein, der im Süden in einer Zwergenbinge, in einer Orkbinge sein sollte, oder? Es war irgendwas mit Orks. Ich guck mal in unser Tagebuch. Wo war unser Tagebuch? Da. So, wir suchen jetzt nach... Nein, kein neuer Eintrag. Wir suchen...
nach Handlung Salamander steigen. So, der einzige Hinweis, den wir bekommen haben, ist, dass der Stein in einer Binge im Süden zu finden ist. Also war doch eine Binge. Wir haben nicht ganz mitbekommen, ob der Stein nur ein Symbol ist oder ob er tatsächlich magische Kräfte in sich birgt. Auf jeden Fall soll Ingramosch, ein Zwergenbotschafter Flohwang, den Stein bekommen. Ja, okay. Nächster Eintrag. Der andere Knilch will das auch haben. So, okay. Und das war's schon mit Einträgen. Ich war mir ziemlich sicher, wir hatten noch irgendwas von Orks gehört in dieser Binge. Aber ja, im Süden sollten wir auf jeden Fall uns mal ein wenig weiter umgucken. Das wäre also unser nächster Schritt. Aber jetzt speichern wir erstmal ab und in der nächsten Folge gehen wir in eine Taverne, um noch ein wenig Zeit totzuschlagen, um dann den Schmied wieder zu besuchen. So, LP027 und wir sehen uns gleich wieder.